Jetzt schon. Das Problem ist, dass in Tekkit irgendwie die Rezepte dafür nicht da sind. Ich muss das im Internet nachgucken. Für die Kisten, oder? Ja. Item Teleport Pipes, so habe ich jetzt auch. Dann nehmen wir jetzt noch mit. Jetzt nehmen wir noch irgendwie ein bisschen Stone Pipes mit. Cobble Stone Pipes nehmen wir mit. Das stimmt, die kann man echt nicht anwählen. Diese Gold und Diamond. Ja, ich sag ich dir. Deswegen muss ich im Internet nachgucken, wie das geht. Total ätzend. Ja, ich dachte ja, vielleicht geht's bei mir. Nur na, bei dir warum? Nicht. Ah, was für ein Sinn. Ja, das austesten. Achso, na gut. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt wollte ich Wooden Pipes nehmen. Ihr seid natürlich nicht so die Supergäste, weil ich euch nichts fragen kann, weil euch kenne ich natürlich alles. Bist du dir das sicher? Obwohl, Tim, was hast du zu Weihnachten gekriegt? Das hatten wir ja vorhin schon. Eine Menge Geld und viele Süßigkeiten, damit ich ganz, ganz fett werde. Und die isst du alle auf einmal oder hast du alle schon auf einmal gegessen? Ist schon leer. Ist schon leer. Alles. Nein, meine Mutter geht einfach zum Geburtstag und zu Weihnachten immer in die Metro und kauft diese ganzen dicken Süßigkeitenboxen. Mhm. Und da bekommen wir dann immer 3 oder 4 Stück von geschenkt und einfach Geld dabei. Ja. Für alle, die das Piepen hören, das ist hier das Babyphone, das gerade den Kontakt zu dem Sendestation verloren hat. Ich muss das mal einmal kurz ausschalten und wieder neu starten. So. Ich gehe jetzt in die Hölle, Blaze, kommst du mit? Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz mein Jetpack aufladen, aber deine Badbox ist leer. Hat der Tim wahrscheinlich wieder irgendwas gemacht. Wieso ist meine Badbox leer? Ich vermute mal, dass dein Ofen und dein Meseroid da hinten alles verbraucht haben. Da muss ich mehr Strom bauen. Dann bauen wir gleich noch irgendwo ein Kraftwerk hin. Haben wir was zu tun. So. Rein in die gute Stube, in die Hölle. Was ohne Rüstung. Ach ja, ich komme ja genau. Aha, ich bin ja genau hier. Stimmt, da war ja was. Aber ich kann nicht herüberfliegen. Mining Turtle, wo sitzen wir denn hin? Oh, wie das laggt hier. Hallo? Ja, das laggt im Moment wirklich gerade ein bisschen. Aber jetzt geht's wieder. Ich fliege jetzt einfach mal hier rüber und setze die irgendwo da hinten hin. Wer denn hingeflogen, der Rotter? Einfach da drüber. Über die. Genau, ach, da. Ich sehe dich. Ja. Wo ist eigentlich Tim? Haben wir den verloren? Komm sofort. Boah, wie das leckt. Also bei mir nicht mehr. Bei mir hat Ticket, der Launcher an sich selber da geleckt. Hier setze ich jetzt die Turtle hin, hier wo ich jetzt die Fackel hinsetze. Blaze, du brauchst gar nicht weiter rennen, ich mach das direkt hier. So. Dann schauen wir mal an, was das Ding kann. Und wie wir das überhaupt antreiben müssen, ist noch die Frage, ne? So, da steht das Ding. Da ist jetzt eine Axt dran, das ist ja toll. Wenn ich das anklicke, dann steht da, oh Gott. Acht. Altes Top-System. Ich kann das auch lesen. Ja. Und was ist das Grüne da unten? Was für. Ja, ich glaube, der Befehl wird nicht viel bringen. Nicht? Ich glaube, das mit der Mining Turtle lassen wir, glaube ich, erstmal. Ach du Scheiße. Ja, das sollte okay. Man sich mal über die Befehle schlau machen. Ja, oder sich einfach hier unten in die Kommentare reinschreiben lassen. Schreibt unten in die Kommentare doch rein, wie man das Ding programmiert, was man für Befehle braucht. So die wichtigsten werden ja schon irgendwie. Also ich vermute mal eventuell, dass man da vielleicht Koordinaten eintragen muss. Aber man muss ja einen Befehl zum Starten oder sonst was haben. Und es gibt ja auch... Versuch's mal herauszufinden. Was ich gesehen habe, eine Wireless Mining Turtle. Ach so. Wireless Mining Turtle? Nee, habe ich gerade nicht gesehen. Will ich da reinschreiben? Mining Turtle. Mining Well, Mining Turtle. Wireless Mining Turtle. Hätte ich die vielleicht bauen sollen? Ich denke mal. Die mache ich aus einem Wireless Modem und einem Turtle. Modem? Altertum, Steinzeit. Ach ja, Modem, das war und noch. Und was ist eine Mining Pipe? Ich habe keine Ahnung. Komm, lass es aus der Hölle verschwinden. Ich will nicht mehr. Das scheint kompliziert zu sein. Ja, ich glaube auch. Da müssen wir sich wahrscheinlich mit Computercraft auseinandersetzen, ne? Aua. Wehe, du benutzt das Höllenportal. Nicht du. Wehe, du benutzt das Höllenportal und. Ich habe Ort, um. Ja, perfekter Ort, um zu kämpfen hier. So mitten auf so einer. Abgrund zur Hölle. Also, so Lava. Was auch immer. Da musst du dich speziell mit auseinandersetzen, das kommt. Durch die Welt gefallen. Ja, da muss ich mich dann also mal durch auseinandersetzen mit, wirklich. Ja, dann können wir uns ja um ein bisschen mehr Strom kümmern.
Willst du ein zweites Wasserkraftwerk bauen oder was schwebt dir denn da so vor? Ich guck grad, warum das Wasserkraftwerk auch keinen Strom produziert gerade. Doch, tut's. Also es kommt auf Rot. Es kommt was in die Badbox rein. Ja, aber nicht durchs Wasserkraftwerk, oder? Vielleicht ist es auch vom Solar. Weil die sind alle auf Rot gerade. Also, wollen wir mal gucken. Die Badbox füllt und leert sich genau gerade wieder. Wenn ich das Solar mal oben abmache, ups, dann füllt die sich trotzdem noch. Also scheint irgendwie da was zu entstehen noch. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Russell, warum hast du eigentlich das Wasserkraftwerk mit Goldpipes gebaut? Ja, weiß ich auch nicht. Weil Goldpipes ist ja eigentlich dafür da, dass man Items beschleunigen kann und die brauchen ein Redstone-Signal. Ja. Vielleicht sollte ich mal eine Redstone-Fackel dran setzen, vielleicht funktioniert das dann besser. Keine Ahnung. Also jede Pipe braucht hier irgendwo ein Redstone-Signal. Also ich habe das bei meinem Sortiersystem gemacht. Und vielleicht tauscht da einfach die Pipes aus. Da fetzen die Items nur so rum. Also ich weiß nicht, ob es an dem liegt, dass es hier Goldpipes sind. Ich weiß auch nicht, ob ich das damit gemacht habe. Weil es besser aussieht. Aber es scheint der Strom zu entstehen, weil sonst würde drinnen die Bedbox nicht voll werden. Aber es kommt ja auch Strom vom Solar oben, denke ich. Ich habe da gerade das Solar einmal abgeklemmt, da ist trotzdem Strom reingekommen. Okay. Sieht's denn mit Solar? Du hattest doch einen EU-Reader. Ist der vielleicht irgendwo in der Kiste? Ja, wahrscheinlich in der letzten. Ich geh mal. Ja, oder geh du gucken, ist gut. In einer von den beiden letzten oben muss der sein. Hier. Ich guck mal, ob das Kraftwerk hier was produziert. Was macht Tim eigentlich schon wieder? Ja, weil. Du kannst hier die Leitung anklicken, dann siehst du es ja auch schon. 10 EU? Ja, also, das funktioniert doch. Ja. Verbrauche ich echt so viel Strom? Das gibt's ja gar nicht. Ja, die zwei Dinger da hinten brauchen schon wirklich viel Strom. Boah, dann bauen wir einfach noch ein Wasserkraftwerk. Noch eins. Und wie leite ich das denn hier rein? Weiß ich gar nicht. Am besten noch über eine andere Bedbox, wa? Ja. Also ich habe bei mir zwei Bedboxen nacheinander geschaltet, damit immer Reserven da sind. Ich würde sagen, wir machen einfach hier ein zweites Kraftwerk hin. Und leiten das dann hier, anstatt hier das Kabel reinzumachen, mache ich hier in die Wandmitte oder hier vorne eine Bedbox und dann leite ich beides in die Bedbox rein und lasse das dann nach innen machen. Genau. Wir bauen einfach noch ein zweites Wasserkraftwerk. Einfach hier neben. Guck mal gerade, müsstest du eigentlich nicht noch ein Teil fürs Wasserkraftwerk überhaben? Denn da musste man ja 6 Stück bauen. Das kann sein, da müsste ich eigentlich nur eins überhaben, ja. Die Frage ist nur, wo? In der letzten Kiste, wo sonst? Da landet ja alles drin, was nicht irgendwie nied- und nagelfest ist. Blazer, hast du schon mal versucht, was abzubauen? Ja, unten in der Höhle. Weil bei mir ging's nicht. Bei mir geht's nicht. Ah, weil wir hier im Spawn sind wahrscheinlich. Watermel, Water. Deshalb konnte ich wahrscheinlich auch keine Betten bauen. Lauf mal 10 Meter weg. Nee, Watermills. Oder die Eile. Also hier hinten geht's nicht. Wieder. Ja. Kann ich das im Spiel eigentlich schnell umstellen, das Spawn-Ding? Nein. Nein. Dann müsste es uns OP geben, wenn. Das kann ich ja machen. Wie mache ich das denn? Mache ich dann OP? Slash OP und dann einfach den Namen. Okay, machen wir jetzt mal für. Aber ihr macht nichts kaputt hier, ne? Auf meinen Server. Ich kann hier. Kein Shit auf. Gehen wir erstmal schlafen, dann regeln wir das mal. Das habe ich extra gemacht, damit ihr mein Haus nicht kaputt macht. Ist ja logisch. Er hat Angst vor uns. Slash OP Tim Kender. So. So, du müsstest jetzt auch Sachen abbauen können. Ich gehe erstmal schlafen. Und dann mache ich im Bett hier slash OP Herr Blaze. Ah, shit. Die Nacht ist zu schnell rumgegangen. So, Herr Blaze ist auch OP. Kannst du jetzt hier abbauen? Ja. Okay. Supi. So. Also, wir machen jetzt hier einfach noch so ein Ding daneben. Soll ich dabei schon mal die Water-Dinger bauen? Kannst du machen, ja. Die Watermills. Das haben meine Abonnenten ja schon mal gesehen, da müssen sie sich ja noch, nicht nochmal angucken. Nee, ja. Ich überlege nur gerade. Ich brauche 3 Batterien. Dafür habe ich ja meine Construction Tables da. Kannst du Batterien direkt, glaube ich, machen. Ach genau, die Bata. Genau. 1, 2, 3. So, wo hat denn der liebe Rosa seine Refined Iron? Ich glaube, in der letzten
hinten im letzten Block links oben gucken. Da habe ich, glaube ich, welche gesehen. Im vorletzten Block sind die, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Der Alex bräuchte hier mal eine Beschriftung. Ach Quatsch. Nee, das ist Silber Englisch. 2 weiter, okay. Das heißt, ich muss hier auch Zoll gehen. 1, 2, warte mal. Die Dinger müssen 2 weiter nach hinten. 1, 2. Das heißt, das erste Wasser muss auch 2 weiter. 1, 2 weiter nach hinten. Okay, also hier anfangen. Also hier hin. So, dann fangen wir mal an. Make that. Ich versuche das jetzt gleich mal mit Nicht-Gold-Pipes zu machen, ne? Nur für dich. Okay. Das ist schön. Wo landet denn mein Waterproof-Zeug? Hat das mal jemand? Ach, hier. Landet zumindest das Kaktus-Green. So, machen wir das mal aus. Cobblestone-Transport-Pipes. Dann machen wir das mal hier. Schön, lecker. Waterproof-Cobblestone-Pipes. So, das hier rein. Wir brauchen dreimal. Was wollte ich noch? Ich wollte. Generator? Ja, ich weiß nicht noch. Generator! Mhm. Holz haben wir auch noch genug dabei. Ich sagte mein Jetpack eigentlich fast leer. Aber wir haben ja eh keinen Strom. Ich kann es nicht auffüllen. Ah, doch, es ist fast wieder voll, mein Ding. Interessant. Also noch nicht wieder voll, aber schon mal. So, Iron Waterproof Pipe und ein Tank. Pipes habe ich mein Jet- hier auch. Ich kann mein Jetpack nicht in die Bedbox reinpacken. Was ist denn hier los? Hä? Wieso kann ich mein Jetpack nicht in die Bedbox packen? Weiß nicht. Bist du denn hier OP? Nein, er nicht. Kann das nicht OP uns dazu machen. Do not output energy, nothing. Do nothing output, nothing, so. Nothing? Nee. Emmet is full. Emmet is partially filled. Emmet is empty. Do not output energy. Do not output energy useless full. Nee. Nothing. Ich kann es nicht in die Bedbox reinpacken. Warte, ich probier mal. Wahrscheinlich habe ich ein Jetpack und kein Electric Jetpack oder sowas. Das könnte natürlich auch sein. Nee, hab ich mir das Falsche ercheatet. Womit Tank. Achso, dann. Boah, jetzt ist mir egal. Dann machen wir wieder Cheat Mode an. Jetpack. Jetzt gibt's Electric Jetpack. So. 1, 2, 3. Fertig. Mein anderes schmeiß ich weg. Hat den Vorteil, dass das hier auch gleich voll ist. So, Blaze, komm mal her. Jo. Hier. Dankeschön. So. Dann. Tim, wo bist du? Such gerade Futter. Komm gleich. Ich hätte ja was zum Essen da. Wieso kann ich damit nicht fliegen mit dem Jetpack? kannst du damit fliegen? Moment. Ich muss das mal kurz reinpacken. Nö. Zu blöd hier oder was? Ach, das ist noch leer, das wird nur voll angezeigt. Ich verstehe. Komm mal eben. Ich lade mal jetzt gerade mal auf. Also ich lade eins auf, aber nicht das, was... 3, 4, 5. Da schreit jemand, oder? Bangert. Ich muss hören, wer das ist, damit ich vielleicht... Muss ich vielleicht mal meine Aufnahme kurz stoppen. Ich weiß nicht, welcher von beiden das ist. Das kommt immer drauf an. Geht noch. So. 4, 5. So, dann hätten wir das. Dann können wir den doch eigentlich schon bauen. Tanks brauchen wir noch und die Iron Waterproof. Iron Waterproof. Eine Pumpe bräuchten wir auch noch, oder? Ja. Wieso kann ich mir in meinen Wassereimer kein Wasser reinfüllen? Wollt ihr mich verarschen hier? Ich werde hier verarscht von diesem Server. So.
Brauchte ich hier noch ein Eisenzahnrad? Irgendeiner heult. Hört ihr die noch heulen? Bitte? Ja, so. Klingt nach.